Geheimsache NSU, 10 Morde von Aufklärung, keine Spur, ist das aktuelle Buch von Andreas Förster. Und Andreas Förster ist Autor und Tagesjournalist und beschäftigt sich seit langer Zeit mit der NSU, dem NSU und der Geheimsache und natürlich auch um die Aufklärung. Am Donnerstag ist er in Erfurt in Thüringen, weil der neue NSU-Untersuchungsausschuss tagt. Und das Tagesgeschäft ist mühsam, aber es muss sein, hat er mir beim letzten Mal gesagt. Jetzt begrüße ich Andreas Förster. Schönen guten Tag, Andreas. Ja, schönen guten Tag, Carsten. Die Arbeit muss sein. Wie weit sind wir denn entfernt von der Aufklärung der NSU-Morde oder des NSU-Komplexes? Na, wir sind noch ein ganzes Stück davon entfernt, bin ich nach wie vor der Meinung. Viele Fragen, viele offene Fragen sind nicht beantwortet, viele Widersprüche sind nicht aufgeklärt. Einigen dieser Widersprüche und unaufgeklärten Fragen widmet sich ja jetzt der Thüringer Untersuchungsausschuss. Das ist sehr gut. Die haben ja selber bei ihrem Abschlussbericht festgestellt, dass es noch eine ganze Reihe offener Fragen gibt und die werden sie jetzt angehen. Hm. Zeugen sind gestorben, Akten sind wieder aufgetaucht, die Frage, gibt es auch eine weitere Terrorgruppe? Die Widersprüche haben sich gehäuft. Nach unserem letzten Gespräch sind denn ein paar von den Widersprüchen aufgeklärt worden? Na, eher nicht, muss ich mal sagen. Also wir haben ja einen Bericht jetzt vorliegen eines Sonderermittlers, der sich mal die Akten von dem V-Mann Corelli angeschaut hat. Thomas Richter war das, ein sehr hochrangiger Neonazi, einer der ganz wichtigen, der für den Zusammenhalt der Szene, für die Organisation und Struktur der Szene ganz wichtig war. Der war 18 Jahre lang V-Mann des Bundesamtes für Verfassungsschutz, hat mit deren Unterstützung, finanzieller, materieller Unterstützung, dafür gesorgt, dass die Szene zusammenwachsen konnte. Immer mit dem Hintergedanken offensichtlich beim Geheimdienst, dass man, wenn man da selber irgendwie die Finger mit drin hat, dass man die Sache steuern kann. Aber das ist ja, wie wir wissen, voll nach hinten losgegangen. Der Sonderermittler Jerzy Montag, der ehemalige Grünen-Abgeordnete, war ja eingesetzt worden vom Parlamentarischen Kontrollgremium und er sollte sich diesen Vorgang Corelli einmal anschauen. Dem Bundestagsuntersuchungsausschuss sind die Akten damals vorenthalten worden. Der hat sich jetzt die Akten angeschaut, die Ordner, und ist dann doch auf verschiedene Dinge gestoßen, die dann nicht in Ordnung gewesen sind. Als paar Beispiele, also zum einen wurde die Strafverfolgung von Corelli, wenn der Straftaten begangen hat, behindert durch den Verfassungsschutz. Es wurde in mindestens einem Fall Einfluss genommen auf die Staatsanwaltschaft, dass man Ermittlungen gegen ihn einstellt. Da ging es um Verwenden von verfassungswidrigen Kennzeichen, also konkret um ein Hakenkreuz auf einer Internetseite, die er dort publizierte. Aber er war natürlich auch aktiv dabei bei der Gründung eines Ku Klux Klan Ablegers in Baden-Württemberg und alle so eine Sachen, die sind alle unter den Augen des Verfassungsschutzes passiert. Er hat auch eine Publikation beschafft, in der im Jahr 2002 erstmals der Begriff NSU auftauchte, nämlich ein Neonazi-Fan sein mit dem Titel Der Weiße Wolf. Da tauchte der NSU als Begriff das erste Mal auf. Er hat schon relativ früh, ne? Relativ früh, ja. Es hieß ja immer, bis 2011 habe der Verfassungsschutz überhaupt noch nie was gehört von dem Begriff NSU. Und das ist könnte man sagen, man hätte es wissen, die Ermittlungsbehörden hätten es wissen können? Ja, sie hätten es sogar wissen müssen. Also wir haben 2002 diese Sache bekommen, dann haben sie 3 Jahre später, 2005, wieder von Corelli eine CD bekommen mit Bildern und und Karikaturen übelster antisemitischer Art und einem Text dort darauf, ein Begleittext zu dieser CD, in dem von einem nationalsozialistischen Untergrund, in Klammern NSU, die Rede ist, dass die erste Bilddatenbank des nationalsozialistischen Untergrunds NSU, auch das ist angeblich nicht ausgewertet worden, so steht es wohl in den Akten, die Montag lesen konnte. Aber ganz wichtig ist bei all diesen, bei diesem Abschlussbericht, den Jerzy Montag vorgelegt hat, dass er nicht nur gesagt hat, also aus den Akten geht hervor, dass da schlecht gearbeitet wurde, sondern er hat auch eindeutig klargestellt, dass ihm nur die Akten zur Verfügung standen, die man ihm gegeben hat. Er kann also nicht ausschließen, dass es nicht noch weitere Akten und weitere Kenntnisse im Bundesamt für Verfassungsschutz gegeben hat, aber eine unabhängige Untersuchung ist ja da nicht möglich. Hm. Die Ermittlungsbehörden müssen endlich aufklären, Ausrufezeichen, das hast du beim letzten Mal im Gespräch gesagt. Bleibt diese Forderung? Die bleibt unbedingt.
Aber leider verhallt sie. Ja, wir brauchen den öffentlichen Druck der Untersuchungsausschüsse. Die Untersuchungsausschüsse sind bereit aufzuklären, die Parlamentarier sind bereit aufzuklären, aber die damit eigentlich professionell befassten Behörden, die halten sich dann nach wie vor zurück. Die denken, jetzt läuft ja der Prozess in München und dann wird die Zschäpe wird verurteilt und die anderen auch. Im nächsten Jahr vielleicht und dann ist die Sache endgültig vom Tisch und damit hat sich das dann alles. Aber so wird es nicht sein. Diese Verschleierung, könnte man fast sagen, oder der Unwille aufzuklären, hat ja damit was zu tun, Leute zu schützen oder Strukturen zu schützen? Wie sind deine Vermutungen? Ja, ich glaube, das hängt natürlich auch viel, es gibt eine große Unsicherheit, sagen wir mal so, es gibt eine große Unsicherheit auch in der Politik, in der Bundesregierung vor allem, weil man nicht so richtig weiß, wie tief steckt da der Verfassungsschutz drin oder einzelne Leute des Verfassungsschutzes haben, die da möglicherweise Sachen laufen lassen, bewusst auch laufen lassen. Waren sie vielleicht mit V-Leuten noch dichter dran am Trio, als das bislang bekannt ist? Und dadurch hat natürlich, gibt es kein politisches Interesse, die Sache wirklich gründlich aufzuklären, weil man eben immer den großen Skandal fürchtet, der da möglicherweise noch ist. Und die Bundesanwaltschaft ist ja nun mal keine unabhängig ermittelnde Behörde, die untersteht dem Bundesjustizministerium, die untersteht damit in letzter Konsequenz natürlich der Bundesregierung. Und wenn da, sage ich mal, den Ermittlern nicht Mut gemacht wird, noch tiefer einzusteigen, dann machen die das auch nicht. Das ist ja ein Problem, was Regine Igel schon seit Jahrzehnten eigentlich anspricht, die Nichtunabhängigkeit der Staatsanwälte, der Ermittler. Das ist ja in Italien anders. Wäre das zum Beispiel auch mal ein Thema, sagen, wie unabhängig sind Staatsanwälte eigentlich? Ja, unbedingt. Also wir brauchen diese Diskussion nach wie vor. Und selbst, also es gibt ja auch viele Staatsanwälte, die sind sehr unzufrieden damit, weil sie halt dann immer wieder zurückgepfiffen werden von ihren Vorgesetzten. Wir haben das jetzt kürzlich jetzt wieder erlebt an diesem Fall dort, da ist nur wieder andersrum gelaufen, in dem Fall in Hamburg, wo es um das Ermittlungsverfahren gegen Gregor Gysi geht. Da geht es um falsche Aussagen, ja, und zwar geht es darum seine IM-Tätigkeit. Er hatte ja beteuert und ich glaube auch sogar in Eidesstadt, dass er nicht mit dem MFS kooperiert hat, keine Aussagen seiner Mandanten weitergegeben hat. Und da gab es ja eine Anzeige, da hat die Staatsanwaltschaft ermittelt und die Hamburger Staatsanwaltschaft wollte das jetzt einstellen, das Verfahren, weil sie keine hinreichenden Anhaltspunkte sieht für die Erhebung einer Anklage gegen Gysi, dass er also dort falsch Zeugnis abgelegt hat. Und der Generalstaatsanwalt von Hamburg hat das jetzt aber hat die Staatsanwaltschaft angewiesen, doch Anklage zu erheben. Das ist so eine, da sieht man schon mal, das ist auch wieder so eine, ein Durchgreifen von oben nach unten, letztlich auch mit politischen Interessen, die dahinter stecken. Das ist eben so ein typisches Problem dafür, wo der Staatsanwalt eben nicht unabhängig entscheiden kann. Also ich mache hier meine Ermittlungen, gehe so weit und so weit, gehe eben auch mal in Behörden rein und beschlagnahme Akten oder so. Das kann er eben nicht machen, sondern er ist letztlich immer weisungsgebunden an die Vorgesetzten. Da ist ja Italien, wie schon gesagt, ein gutes Modell. Wird jetzt auch versucht dran zu sägen. Also das heißt, in dem Fall könnte man mal von den Italienern lernen, was Strukturen betrifft. Das ist eher positiv in Italien? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist das und man hat ja auch gesehen, was dort in den letzten Jahren auch in den Ermittlungen, vor allen Dingen in den 90er Jahren etwa herausgekommen ist. Die Korruptionsermittlungen, die Ermittlungen, die den Terrorismus betrafen, auch den Terrorismus, der mit staatlichen Behörden verbunden war in Italien. Also da ist tatsächlich viel ans Licht gekommen. Ja. Also durch die Unabhängigkeit der Staatsanwälte. Durch die Unabhängigkeit der Ermittlungsrichter dort und der Staatsanwälte. Nochmal ein letztes Wort zu den Untersuchungsausschüssen. Du kommst am Donnerstag nach Erfurt. Da tagt erstmals der neue NSU-Untersuchungsausschuss. Was können denn parlamentarische Untersuchungsausschüsse, was Ermittlungsbehörden und Journalisten nicht können? Warum sind die denn so wichtig aus deiner Sicht? Na, sie sind deshalb wichtig, weil sie eben recht unbefangen und eben unabhängig, weil wir haben ja natürlich in so einem Untersuchungsausschuss die Vertreter sämtlicher Parteien, die im Landtag vertreten sind, die können dann halt
unabhängiger als ein weisungsgebundener Staatsanwalt oder eine weisungsgebundene Polizei eben ermitteln und können Zeugen benennen und Zeugen befragen. Also wir werden jetzt am Donnerstag erleben, dass die Feuerwehrleute, die am 4. November 2011 in Eisenach vor Ort waren, als das Wohnmobil brannte, dort alle antanzen werden vor dem Untersuchungsausschuss und mal erzählen sollen, was sie dort gesehen haben, als sie als Erste an dem Tatort waren. Es waren auch die Ersten, die in dieses Wohnmobil reingeschaut haben. Was bot sich ihnen da für einen Blick? Den kennen wir ja nicht. Wir kennen bislang nur die Fotos, die von der Tatortgruppe der Polizei gemacht wurden, nachdem das Fahrzeug abtransportiert wurde, über eine schräge Rampe hochgezogen, also wo eine ganze Zahl von Spuren schon vernichtet worden sind. Und möglicherweise erleben wir da durchaus eine Überraschung am Donnerstag. Ich will das nicht ausschließen. Das heißt, da könnte es neue Erkenntnisse geben, unverstellter Blick, und das wird spannend, deswegen fährst du auch nach Erfurt. Auf jeden Fall. Ich erhoffe mir da wirklich spannende neue Einblicke. Letztlich auch die zu der ja nach wie vor ungeklärten Frage kommen, was passierte am 4. November 2011 erst in Eisenach und dann drei Stunden später in Zwickau. Die Fragen sind alle bislang nicht geklärt. Und das nach so vielen Jahren. Einer, der immer dranbleibt, ist Andreas Förster. Er hat ein Buch herausgegeben, Geheimsache NSU, 10 Morde von Aufklärung, keine Spur, bei Klöppe und Meyer erschienen. Andreas, ich danke dir fürs Gespräch, alle eine gute Reise nach Erfurt und immer viel Erfolg bei deinen Recherchen. Dankeschön. Tschüss.